Rückfahrt Bierzug Sonderexpress, Günti. Bierzug 0,5 Liter. Papi, jetzt hab ich dich erwischt. Bist du bei deinen zwei Lieblingsbeschäftigungen? Wieso denn zwei? Nur Eisenbahn spielen und Bier trinken. Das Bier trinken ist bloß für den Durst. Bloß für den Durst. Aber Modelleisenbahn, das ist ein interessantes Hobby für technisch Begabte. Du bist technisch begabt? Na klar, ich repariere doch alles bei uns zu Hause. Du zerreparierst alles. So und das? Na weißt du, als jetzt mal bei unserer Stehlampe die Glühbirne kaputt war, hatte dann die ganze Siedlung 3 Wochen keinen Strom. Das kann doch mal passieren, das macht doch jeder mal einen Fehler. Ein Fehler, Papi, aber du machst ja laufend welche. Ich? Ja, Papi, weißt du was? Als nämlich jetzt nach deinen ganzen Reparaturen, ne? Da kühlt nämlich jetzt der Kühlschrank nicht mehr, der heizt und die Mikrowelle kühlt. Ja, mit den technischen Geräten ist das nicht so einfach. Der Strom geht manchmal sonderbare Wege. Ah, Papi, sag mal, wo kommt denn der Strom eigentlich her? Na, aus dem Elektrizitätswerk. Ach. Da habe ich das in der Schule in der Arbeit falsch geschrieben. Was hast du da geschrieben? Ich hab geschrieben, der kommt aus dem Urwald. Aus dem Urwald? Ja. Warum denn das? Nur weil du doch immer sagst, jetzt haben die Affen wieder den Strom abgeschaltet. Papi, weißt du, seit du dein Modelleisenbahn-Hobby hast, hast du für uns gar keine Zeit mehr. Hä? Ja, seit dein Hobby noch das Taubenzüchten war, da hattest du mehr Zeit für uns. Ja, Tauben züchte ich aus Prinzip nicht mehr. Warum denn? Ja, weil Tauben wie Politiker sind. Wieso? Na ja, sind sie unten, fressen sie dir aus der Hand, sind sie oben, bescheißen sie dich. Aber wahr, Mensch. Du, Papileinchen, kann ich auch mal mit der Eisenbahn spielen? Nee, da geht die bloß kaputt. Papileinchen, bloß einmal. Naja, aber ganz vorsichtig. Ja, bitte, Papi. Damit ja nicht kaputt geht. Ja, Papi. Ganz bloß vorsichtig. Ganz vorsichtig, bloß mal alleine spielen. Oh. Was ist denn jetzt los? Die goldene, Papi. Jetzt ist die kaputt. Die kaputt? Warte, vielleicht mal. Haben die bloß den Strom abgeschalten? Ey, das haben wir gleich, du. Nee, Papi, mach das nicht. Oh ja, das haben wir. Nee, Papi, lass es sein. Oh ja, das